Musik öffnen willst? Indeed, hör du Gönn! Okay. Ich glaube gar nicht, wie sehr ich schreien würde bei einem Kinect-Spiel, wo ich Hadouken wirklich aussprechen müsste, um die Attacke zu machen. Jedes Mal Hadouken, Hadouken! Und warte erstmal, ich müsste mir eigentlich echt eine Kinect, oder ich glaube, es war auf der Xbox One oder der 360 mit dem Dragon Ball Z Kinect-Spiel. 360. Würde ich auch machen. Irgendwann würde ich halt nur noch rauskriegen, aber bis dahin. Das sind halt so Dinge, weißt du, wo du halt denkst, ja, das ist, das kann lustig sein, aber es wird so nie vorkommen. Es wird sehr peinlich sein. Es wird sehr peinlich sein. Es ist SingStar in Kampfspiel. Ja, exakt. Wobei eigentlich ist es eher Dance Dance Revolution. Ja, oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall irgendwas, weißt du, wo man sich hauptsächlich zum Affen macht. Let's Dance. Aber ist hauptsächlich cool. Wobei Rockband war auch so doof, beziehungsweise Rockstar, oder wie hieß es? Guitar Hero hieß es. Aber das Spiel hat gerockt, sprichwörtlich. Obwohl du eine Plastikklampfe in der Hand hast. Ja, und es gibt Leute, die spielen mit der Plastikklampfe Dark Souls. Das sind auch kranke Schweine. Oh, ja. Aber es gibt auch Einhändige, die Vanquish speedrunnen. Just saying. Okay. Vanquish, jedem ein Begriff? Ja. Einhändig. Speedrun. Ja, und es gibt solche Spinner, die Mega Man Buster Only No Hit Run machen. Speedrun. Only No Hit Run? Buster Only. Also nur mit dem ganz normalen Buster und dann, ne? Also. Kein Hit. Einfach mal durchrennen. Ja. So was gibt's. Es sind halt, ne? Oh, da freue ich mich auch schon wieder auf die hier Awesome Games Done Quick. Oh ja. Summer Games Done Quick. So rum. Die werden wieder richtig awesome da. Es hat mich letztes Jahr echt zum Speedrun-Fan gemacht. Mammut, fang doch mal das Speedrun an. 100% skillfrei. Ja, genau deswegen. 100% skillfrei Run. Gab's sicherlich auch noch nie. Awesome Games dann 100% skillfrei. Standard-Tagesmotto. Naja, also ich könnte es mir so vorstellen, dass man dann dich hinsetzt bei diesem Event und alle anderen sind so in einem anderen Raum und machen ihre Speedruns und du machst deinen übers ganze Event hin. Das hätte was. Musst du den mal anbieten. Vielleicht bist du dann nach Alabama eingeladen. Ja, ich halte es für unwahrscheinlich. Who knows? Aber ich finde halt auch die Donation-Vorleser, die finde ich da immer extrem klasse. Die geben sich ganz viel Mühe bei dem, was sie tun. Ja, müssen sie ja. Ja. Das macht ja sonst keiner. Oh. Also mit einer Spitzhacke ein Spinnennetz zerlegen, dauert. Dann nimm ein Schwert. Nimm das Schwert. Hab ich nicht. Warum nicht? Es sind keine Schwerter mehr da. Du kannst dir immer noch eins craften. Wir haben Metall, wir haben Stein, wir haben Holz. Wir haben sogar Diamanten. Wir haben sogar Diamanten. Außerdem liegt hier ein Schwert in der Kiste. Aber einmal sagen, boah, haben wir nicht. Ja, hier bei den Kisten hier auf dem Weg. Das ist wie, wenn du dann hier, keine Ahnung, zum Elektronikfachhandel gehst, weißt du, deines Vertrauens, du willst Inferno Knights kaufen. Na, und der Verkäufer sagt einfach, ja, weil er gelangweilt ist und sowas, ja, haben wir nicht. Ne? Dann gehst du durchs Regal und dann siehst du, ach Mensch, da ist es ja noch. Na, und dann gehst du zum Verkäufer und sagst, ja, und was ist das? Was ist das? Oh, arbeitest du vielleicht in einem GameStop? Ja, total. Schön wär's, glaube ich, so ein bisschen. Wobei. Nee, da bist du ein Seelenverkäufer. Alle Menschen hassen dich. Ja, ich wäre auch sehr schnell genervt von der Inkompetenz der Spieler, die ich bediene. Da denke ich mir dann jedes Mal, was, du willst Call of Duty kaufen? Ernsthaft, du willst es kaufen? Lass uns nochmal darüber reden. Aber was ist eigentlich so schlimm an der Call of Duty-Serie? Es ist ein total ausgewolkenes Schwein. Ja, ein Schwein. Ja, aber ist das Battlefield nicht genauso? Nein. Nein! Nein! Battlefield ist gut.
Nein, Battlefield ist nicht gut, aber es ist nicht ganz so ausgemolken wie Call of Duty. Weiß nicht, weil ich, wenn ich mir jetzt anschaue, okay, ich lasse den Multiplayer weg. Also ich für meinen Teil mache keinen Unterschied zwischen Battlefield und Call of Duty. Ich meine, ich freue mich auf Battlefield 1, definitiv. Das gibt von meiner Seite ein Hype. Ja. Aber Call of Duty, ja, ich reite auf der allgemeinen Hasswelle mit, so ausgenudelt, langweilig, nur 14-jährige Kinder. Gut, bei Battlefield sind es dann 16-Jährige, aber das spielt ja keinen großen Unterschied. Ja, die Community ist in beiden Fällen für den Arsch. Yep. Naja, es hat halt es so an halt sich so. Einen Kriegsshooter. Ja. Aber... Oh mein Gott, nur noch 4 Minuten! Oh mein Gott, nur noch 4 Minuten! Ja, bleib mal flockig. Dann werden wir halt gerade mal unpünktlich. Ich will noch dieses Ding hier fertig kriegen. Ich bin für weitere 8 Stunden. Weitere 8? Ich muss auch zugeben, ich bin diesmal nicht ganz so durch wie beim letzten Mal. Ich wäre persönlich auch dafür. Einfach mehr und länger. Ich bin auch dabei. Ah, machen wir noch ein bisschen. Das geht noch. Irgendwann 3 Uhr morgens Mammut so. Was haben wir getan? Wir haben Moria fertiggestellt. Wir haben es geschafft. Und dann verrecken halt alle an einem Herzinfarkt, aber kommt vor. Es lebt. Ihr habt ein Monster erschaffen. Also kein Energy Drink, sondern, ne? Ey, was würdet ihr eigentlich Minecraft VR gerne zocken? Mal blöd gefragt. Also grundsätzlich mal, ja. Also richtig als da sitzen und in Minecraft VR rumhacken? Ja, doch. So mit der eigenen Hand hacken? Ja, doch. Wäre ein gutes Oberarmtraining, also... Ich glaube mir nach 5 Tagen Minecraft hast du einen Oberarm wie ein Holzfäller. Vor allem ich jetzt nicht so ein Problem. Nicht alle gleichzeitig. Was war? Schnitzel? Schnitzel. Ja, Schnitzel ist Ruhe. Nee, was ich mir halt auch durchaus vorstellen kann, ist einfach mal Skyrim in VR, ne? Und dann weißt du, einfach mal, ne, mit diesem Omni-Teil, das gibt's ja auch noch, in dem du dann halt rumlaufen kannst und sowas. Und dann einfach, ne, mal morgens durch Flussheim joggen und sowas. Nicht? Flussheim? Ich wäre schwer dafür. Ja, gut, tu mir erst die... Oder Weißlauf die jeweils Städtenamen hier bitte einfügen. Die Örtlichkeiten. Ja, kann ich mir auch, aber man müsste dann halt echt, also was mein Problem mit VR und dem, ne, dieser, wie nennt man das, dieses, wenn du da so reingesogen wirst, so alle, komm nicht drauf, Leute, helft mir doch aus. Dir ist nicht zu helfen. Ja, die Bewegung einfach, dass du dich im Spiel bewegst. Das lösen sie ja momentan bei der Vive damit, dass du halt nur so Sprungbewegungen machst. Heißt, du klickst wohin und machst so pupp. Ne? Also dieses richtige darin gehen ist halt wengerler schwierig. Und das kann ich mir halt vor allen Dingen für mein Minecraft. Aber auch für Minecraft. Für Far Cry. Nein, Mann! Skyrim. halt ein bisschen schwer vorstellen mit der Bewegung. Das ist halt, weiß nicht. Nee. Hast du mal dieses Omni-Teil gesehen? Du meinst, ach so, ja, ach ja, du redest von dem Omni-Teil, ja. Aber wenn du dir vorstellst, das ganze Spiel damit durchspielen. Klar, das wäre doch mal eine vernünftige Maßnahme für Gamer, die sowieso gerne mal bewegen würden, aber es gerne dann noch nicht tun. Ne? Aber ne, das wäre dann halt mal etwas. Das kostet halt richtig, das Teil. Ja. Aber das ist generell bei VR, VR, ne? Das ist. Wenn du sowas haben willst und vernünftig nutzen willst, dann musst du natürlich auch mal ordentlich Geld reinstecken. Momentan noch. Vermuten ja viele, dass irgendwie schon, oder nicht viele, einige vermuten ja, dass irgendwie schon Ende nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres die nächste VR-Generation praktisch kommt. Ja, ist gut möglich. Ne, weil Massenproduktion und lalala und... Ja, vor allen Dingen die ersten Sachen existieren ja jetzt einfach schon. Ja. Aber was halt wirklich noch so fehlt, ist halt einfach so das eine Spiel, wo halt alle nachschreien, von wegen, das ist etwas, da lohnt sich VR für. Ne? Naja, das hängt halt ganz von der Community ab, weil die Elite Dangerous Leute, wie ich auch, die flippen Table momentan, die wollen alle VR. Ja gut, da hast du vernünftiges Cockpit, wo du dich umschauen kannst und alles. Ja.
Ein Leben also, aus dem Cockpit. Ich würde momentan echt sehr viel, nur nicht den kompletten Preis von der Vive geben, um das Spiel in VR genießen zu können, weil es halt echt, also das Spiel selbst ist mega geil. Es hat leider Gottes ein paar harte Fehler, die ich dem Spiel nicht verzeihen kann. Und ich brauche eine Axt, verdammte Axt. Du brauchst eine Axt, verdammte Axt. Ja. Ja. Ah, hier ist eine Axt. Super. Okay, Doki. Danke für deine Hilfe. Was habe ich getan? Nicht du. Du hast nichts getan. Du bist die ganze Zeit ein fauler Hund. Ein schwarzer fauler Hund. Geht doch. Hier fällt Dreck vom Himmel. Dann bist du halt extra dreckig. Da wollte ich mal gucken, was ihr hier so treibt. Da schmeißt du mit Dreck nach mir. Tja, Dreck, wem Dreck gebührt. Oh, seht es verkehrt. Ich weiß nicht. Aber wo ich schon meine Axt habe, kann ich hier auch mal das ganze Holzgedöns mal ein bisschen abhacken. Tja, ich glaub, es lästig. Au. Mein Gott, ist hier viel Holzgedöns verbaut. Nein, nein. Holzgedöns? Holzgedöns. Kaufen Mine? Sie auch Holzgedöns? Ja, weiß schon, so Mine, genau. Möchte ich Dynamit? Dynamit? Oh. Dynamit? Dynamit? Was glaubst du, wie schnell du das hier alles mit den Nukes weggeknatzt hättest? Oh. Dann hätte ich 3 Nukes gesetzt und hätte gesagt, fertig! Ja. Da hätte ich aber auch gedacht, so, shit, Oberwelt auch fertig. Ja. Ja, Mann. Das wäre schön gewesen. Okay, ich habe mich wieder verlaufen. Gleich komme ich wieder in Batmans Höhle raus. Da wette ich meinen Arsch drauf. Ey, wie oft hier heute Undertale-Musik in der Playlist läuft, ist ja schön. Schön. Wunderschön. Oh mein Gott, ich krieg echt. Verdammt. Nein, die Lava, Alter. Sie war noch so jung. Dramatische Pause. Ja, ja. Ja, ja. La, la, la. La, la, la. Oh nein, jetzt fängt ihr auch noch an mit den Schlümpfen. Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Da muss ich aber auch jedes Mal an JBO denken. Die haben auch einen Schlumpfsong gemacht. Haben die? Ja. Warum? Warum tun die sowas? Weil es lustig war. Okay. Ich wollte es nur klarstellen. Aber den Hadouken-Song könnte ich fast für Hero Academia verwenden. Ja, dann do it. Naja, dazu muss der Anime erstmal komplett rauskommen, dann muss er auch noch verwurstbar irgendwie sein, ne, weil mit allem kann ich ja nicht Kapitel arbeiten. Lesen. Schon wieder neues raus, oder was? Ja. Wie schnell kommen die denn raus? Spoilern. Jede Woche. Jede Woche? Oh, da komme ich ja mit dem Lesen gar nicht hinterher. Fast alle Mangas sind so, Mammut. Echt? Kennst du das nicht, Mammut? Ich kenne das nur von Comics, dass halt Comics, keine Ahnung, einmal im Monat rauskommen. Ja, gut, das ist halt auch kulturell ein kleines bisschen anders. Wir kommen in Japan. Muss ich gerade sagen. Das ist ja... Nee, aha, also, nix. Wenn ich das also richtig verstehe, bist du also auf der Otaku-Gegenseite des Lebens. Ein bisschen. Das finde ich gut. Ist eigentlich schon eine Weile her, dass ich etwas verfolgt habe.